Tesla ist in aller Munde. Seit der Rallye von Jahresanfang 160% zugelegt. Die Tesla-Bullen sind euphorisch. Kommt jetzt das Allzeithoch oder behalten die lauten Tesla-Bären recht, die jetzt einen Crash kommen sehen? Kaufen, verkaufen, das ist die große Frage. Und die Frage stellt sich jetzt, weil das Shortbill einer ganz entscheidenden Zone angekommen ist. Das wollen wir uns hier jetzt anschauen, hier auf dem Kanal von tradingportal.net. Und es soll um die Short-Technik gehen. Fundamentalanalyse wollen wir hier nicht betreiben. Wir wissen, Tesla ist sicherlich auch ein Technologiekonzern, ist mittlerweile schon ordentlich bewertet. Das können wir ja hier durchaus nochmal sehen, die Marktkapitalisierung von Tesla. Man hat vor seit dem Allzeithoch gut abgegeben, aber trotzdem ist man immer noch das am höchsten marktkapitalisierte höchsten marktkapitalisierte Autokonzern der Welt und hat damit auch große Namen wie Toyota, Ford, Daimler oder VW abgehängt. Das ist aber eine ganz andere Frage. Das ist auch eine Glaubensfrage. Viele sehen Tesla halt als Technologieunternehmen, obwohl jetzt viele andere natürlich auch schon mittlerweile nachziehen, viele Autokonzerne. Aber diese Frage wollen wir nicht stellen. Wir wollen die Short-Technik anschauen. Deswegen gehen wir in den Chart hinein, weil der so spannend ist. Ich habe schon gesagt, 160% seit der Jahresanfang zugelegt. Und das ist hier nochmal eingezeichnet zu sehen. Hier das, der Tesla-Tageschart. Jahresauftakt hier zu sehen. Ich habe meine erste Rallye gesehen bis Februar, diese dann konsolidiert und dann befinden wir uns jetzt in der zweiten Rallye, wo wir die 160% quasi schon geholt haben. Auffällig, der RSI ist extrem überkauft. Das ist eine Auffälligkeit, ist nicht gleich ein Verkaufszeichen, aber es ist ein Zeichen, dass die Rallye ganz schön überhitzt ist. Wenn wir das letzte Mal so überkauft waren, das war eben zum Peak des ersten Aufwärtsimpuls in diesem Jahr. Außerdem, ja, um das zu so durchschauen, sind das schon gerne mal solche Phasen, wo man dann einen Gipfel ausgebildet hat. Also ein bisschen Vorsicht ist vielleicht angebracht, vielleicht Stop nachziehen als erste Tendenz, die wir hier sehen. Was hier auch auffällig ist in dieser Bewegung, das sind zwei große Trendbewegungen, die wir hier sehen. Die erste halt vom Januar bis Mitte Februar. Diese hatten wir dann konsolidiert, wunderbar in einer Bullenflagge, die hier winkt. Die hatten wir dynamisch aufgelöst und die zweite Trendbewegung eingeleitet. Und da hole ich nochmal das Maßband rein und diese Bewegung, die umfassen so alle 110, $115 um die Ecke. Ja, und hier sind wir eben so jetzt bei 110, $115 in dieser Ecke angekommen. Also das Symmetrische im Chart ist ja auch wird sehr gerne angenommen. Und jetzt hätten wir hier quasi die gleiche Dimension nochmal ausgebildet. Es bietet sich also hier zumindest eine Konsolidierung an. Ob das jetzt eine bullische Bewegung wird oder eine bärische, das schauen wir uns gleich an. Das ist bloß die aktuelle Bewegung von diesem Jahr, die ich kurz zeigen wollte. Also ziemlich dreiwellig erstens hoch, saubere Bullenflagge und mit zwei sehr starken Impulsen. Was ich hier auch zeigen möchte, kurz ist der Tageschart, jede Kerze einen Tag. Hier in den Monatschart mal rein, jede Kerze einen Monat. Wo ist der Januar hier? Januar, Februar, März, April, Mai. Juni wieder sehr stark, der Monat läuft ja noch, wir sind in der Mitte von Juni und wir haben im Juni jetzt punktgenau das mittlere Bollinger Band hier im Monatschart, jede Kerze einen Monat getestet. Das ist interessant, so Monatsmitte sind wir angekommen mit einer heftigen Monatskerze von der Dimension jetzt eigentlich schon die anderen Kerzen ja überragt angekommen und es stellt sich ja schon die Frage, ich hatte es euch eben gezeigt, diese Impulswellen, die erste, die zweite, die man hier ausgebildet hat mit der Bullenflagge, die hier auch noch leicht zu erkennen ist in diesem großen Chartbild, sind identisch ausgebildet, wo sich ein Zwischenschritt anbietet. Da die Frage jetzt Mitte Juni, wie wird die Juni-Kerze am Ende aussehen? Nach Ende der nächsten 2 Wochen wird sie abverkauft, lassen wir vielleicht eine bärische Kerze stehen, fallen wir zurück, so wie hier vielleicht, dann lassen wir oben lang dort stehen, wäre auch ein Hinweis für die Konsolidierung, die größer ausfallen kann. Das ist sehr interessant, dass wir hier oben angekommen sind, mit der identischen Ausprägung der Impulsbewegung, mit punktgenauen Test, mittleres Bollinger Band. Die Bullen täten also gut daran, den Monatsabschluss dann oberhalb zu setzen, um hier dann weiter nach oben zu marschieren. Wie das genau aussehen wird, aussehen kann, schauen wir uns gleich im kleineren Chartbild an. Das ist die erste Erkenntnis, die wir sehen. Dieser Impuls, gleich ausgebildet wie dieser Impuls von der Dimension mit Bullenflagge. Test mittleres Bollinger Band zur Monatsmitte im Monatschart.
muss man rüber auf Monatsschlussbasis. Großer Abprall auf Monatsschlussbasis. Wir hätten hier plötzlich eine bärische Kerze stehen. So wie hier könnte das dann ausfallen. Und das wäre der, vielleicht der Hinweis, dass da mehr kommen könnte über die schwache Saisonalität in den Sommermonaten. Das wollte ich euch eingangs zeigen. Im größeren Bild Test mittleres Bollinger Band. Jetzt gehen wir mal ins übergeordnete Bild hinein. Wir müssen uns hier ein bisschen herantasten bei dieser Frage. Jetzt sind wir hier im Tesla Tagesschart wieder drin. Hier aber auch zu sehen seit 2015 geht es hier los. Und mich interessiert aber gerade diese Trendbewegung hier von 2019, die extrem starke Trendbewegung, wunderbarer Impuls hoch. Denn diese haben wir im letzten Jahr 2022 stark konsolidiert. Erinnert euch bitte daran, Tesla hat geblutet. Jetzt freut man sich, Tesla hat aber mächtig geblutet im letzten Jahr. 75% ging es nach unten. Jetzt natürlich wieder steil nach oben. Aber das schauen wir uns eben gleich etwas genauer an, ob das schon reicht für die Tesla-Bullen. Aber diese Bewegung, die minus 75%, die total heftig klingt, aber bitte vergesst nicht die heftigen Bewegungen, die Tesla in den letzten Jahren gesehen hat, auf der Oberseite, diese hier zum Beispiel. Und diese interessiert mich nämlich, weil das hier eben diese Trendbewegung ist, die wir hatten. Und die Frage ist das für mich die Konsolidierung dieser Trendbewegung. Und um es vorwegzunehmen, ja, sie ist es. Und vielleicht ähnlich wie ich euch das eben gezeigt habe, im kleineren Chartbild, ne, Trend, Bullenflagge, Fragezeichen, oder wird es vielleicht eine Seite. Konsolidierung, aber auf alle Fälle eben, dass wir diese Aufwärtsbewegung konsolidieren. Und da schauen wir direkt mal hinein bei den Fibonacci-Retracements, wie weit wir da gelaufen sind. Ich habe immer meine grüne Box hier unten an, 38,2, da haben wir uns stabilisiert. Das ist so ein bisschen das Mindestziel, was man erreichen sollte in einer Konsolidierung. Hier zu sehen, das haben wir erreicht. Mache ich mal ein Strichchen drum. Minimalziel, um diese Aufwärtsbewegung sauber zu konsolidieren, um danach in Trendrichtung, Trendrichtung ist bei Tesla ganz klar nach oben gerichtet, also übergeordnet, danach in Trendrichtung diese Konsolidierung, diese mögliche Bullenflagge wieder nach oben aufzulösen. Ich zeige es euch nochmal ein, ne? Ganz grob, so dann fortzuführen, ne? Ein hässlicher Pfeil hinten dran. Diese Frage stellt sich und mit den 38,2 Retracements haben wir eben dieses Minimalziel erreicht. Doch ist die Frage, kommt da vielleicht noch mehr? Ist das vielleicht auch ein ABC-Impuls? Der lebt ja eben durchaus auch noch weiter. Und dass wir sowas sehen und dann an die grüne Box gegebenenfalls sogar noch ranlaufen. Diese Gefahr besteht meiner Meinung nach auch noch. Warum? Das ist diese Bewegung, die wir hier haben. Die ist meiner Meinung nach noch nicht zu stark. Und vor allem diese Bewegung hier bisher nur dreiwellig. Das ist die spannende Phase. Und dann sehen wir auch, was hier dann drohen könnte auch noch. Das ist bei Tesla auch noch nicht abgefrühstückt. Ne? Schulter, Kopf, Schulter würde hier auch noch leben. Ob die nun aktiviert wird, ist eine ganz andere Frage. Primär schaue ich auf diese Konsolidierung, die wir hier haben. Und dann mache ich das wieder weg und mache mal die zwei Striche zumindest dran für die möglichen Konsolidierungsziele. Minimalziel erreicht, wäre sehr bullisch, wenn er jetzt hier den Boden gefunden hat. Diese Entscheidung steht jetzt eben an und man jetzt den nächsten Aufwärtsimpuls über das Allzeithoch, also wird da heißen, Allzeithoch ist nicht genug, setzen kann und davon marschieren wird. Falls nein, hier unten diese Bewegung, die lebt meiner Meinung nach eben auch noch, wenn das hier nur eine ABC-Bewegung ist. Wir haben den Aufwärtstrend ABC-Bewegung ganz klassisch und dann würde man so lang, wäre der Trendkanal, den man dann hier einzeichnet, der wäre dann eben ganz lang gezogen, wäre aber passend, weil man dann eher nur am 50er Retracement angekommen wären. Stellt sich die Frage noch? Ja, sie stellt sich doch und sie stellt sich eben jetzt. Warum? Weil ich jetzt da hier ein bisschen hineinzoome. Ich nehme mal dieses Fibonacci-Retracement wieder heraus. Also bloß für den Hinterkopf, es geht um den Aufwärtsimpuls 2019. Konsolidierung abgeschlossen, ja oder nein? Und wird sie noch fortgesetzt? Minimalziel erreicht. Und die Entscheidung, ob sie fortgesetzt wird, wird nun genau in diesen nächsten Wochen entschieden werden. Nehme ich weg die Fibonaccis, zoome mal wieder hinein. Warum? Jetzt gehen wir auf die 2022er Abwärtsbewegung von 75%. Denn was wir ja in diesem Jahr gesehen haben, ist nur die Konsolidierung von dieser Abwärtsbewegung. Und wir sind ja noch, wie weit entfernt vom Allzeithoch? Ja, 55, 60% vom Allzeithoch sind wir eben trotzdem noch entfernt. Und hier müssen wir abermals die Retracements drüber legen. Legen wir kurz drüber, um zu schauen, wie weit die Gegenbewegung gelaufen ist. Da sind wir schon auf alle Fälle knapp über meine grüne Box drüber gelaufen. Also Optimalziel für eine Konsolidierung, wo dann eigentlich in Trendrichtung wieder fortgesetzt werden kann. Und die Trendrichtung, diesen herangezoomten Bild, wäre momentan das. Diese Grafik wollte ich nicht haben. Hier wäre das diese Bewegung, die Abwärtsbewegung von 2021.
2022, Ende 2021. Und das ist eben die Konsolidierung, die wir hier haben. Eventuell ebenso Flagge oder eine Keilbewegung. Und in dieser Zone hier ist das spannend, weil das ist momentan eben in der Zielzone einer Gegenbewegung. Wir haben nur diese Abwärtsbewegung jetzt konsolidiert und die Frage stellt sich, ob die Bären jetzt hier zugreifen können. Wie gesagt, ich habe es ja schon gezeigt, hier diese Ausprägung ist identisch, hier mal die Bullenflagge, diese Ausprägung ist identisch. Hier entscheidet sich was. Hier wird jetzt was passieren. Eine bullische Konsolidierung oder eine bärische Konsolidierung. Ist es die bärische Konsolidierung, dann wird eben diese Bewegung wieder aufgelöst, bärisch aufgelöst. Sehen wir Dynamik vielleicht sogar direkt rein Richtung 170 und dann könnten wir dort noch mal eine Zwischenkonsolidierung sehen, die dann uns tiefer führt. Das wäre dann auch eine untergeordnete SKS-Formation, die sich dann anbieten würde. Ne? Könnt ihr hier auch erkennen, die uns dann hier runterführen würde und übergeordnet, was ich euch gezeigt habe, ne, von der 2019er Bewegung, die wir hier haben, könnte man dann hier eben diese mögliche ABC-Bewegung dann komplettieren. Ne? Zwischen Schritt Abwärtsbewegung, dann wäre die wieder im Raum. Ne? Darum geht es. Deswegen gehe ich so zwischen den Trends hin und her, auch zwischen den Zeitebenen, weil das wichtig ist für die aktuelle Bewegung, weil sie so spannend ist. Momentan ist diese 2022er Abwärtsbewegung von 75% konsolidiert bis knapp ans 61,8er Retracement. Gut ein Keil zu erkennen. Und die Frage ist, können wir jetzt hier Dynamik aufbauen? Können die Bären hier Dynamik aufbauen? Möglicherweise untergeordnet Richtung 170 eine SKS anstreben. Wäre es der Hinweis, wir können hier runterfallen und dann die übergeordnete SKS. Hier habe ich das letzte Ziel noch eingezeichnet für die ABC. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass um die 100 das 38,2er bereits wieder gekämpft wird und man hier so eine SKS von mir aus andeutet. Die Bären wieder, ja, das ist wieder mal am Recht. Und dann kommt ja wieder so eine mega scharfe Rallye hinein. Denn hier ist schon ein Minimalziel, das könnte dann ausreichen. Ich kann ja auch noch mal die Fibonacci-Erweiterung drüber legen, wo die dann ausfallen würde. Ja, wir hätten hier unten auch 61,8er in dieser Zone. 100er wäre hier unten, ne? Ziemlich genau so, wie ich es eingezeichnet habe. Aus dem übergeordneten Bild der ABC-Bewegung wäre dann auch passend. Also die Fibonacci-Erweiterung bestätigt das zu gut, aber ich hätte dann hier im bärischen Fall, wir reden vom bärischen Szenario jetzt, hier durchaus eine Chance, meiner Meinung nach, dass wir dort uns wieder stabilisieren können und dann hochgezogen werden, eine SKS angetäuscht haben und dann doch wieder Hochlauf. Falls nicht, hier unten ist immer noch ein Weg für alle Mega-Perma-Tesla-Bullen. Wäre das absolut noch gesund und gut, wenn wir selbst hier runterfallen, was ich euch eingezeichnet hatte. Ich mache wieder ein bisschen Ordnung. Wäre das noch gesund und gut? Fibonacci-Projektion nehmen wir auch mit hinaus hier. Wäre das auch gesund und gut, weil es ging ja nur um den 2019er Aufwärtstrend, den wir hier als starken Impuls haben. Jetzt habe ich wieder die falsche Grafik, falschen Knopf gedrückt, den wir hier als starken Impuls haben. Da hätten wir den hier konsolidiert, dann hier runter. Das wäre bullisch, wie eben schon gezeichnet. Ne? Aber das und diesen unteren Weg, diese ABC, wäre eben auch noch vollkommen in Ordnung. Die würde uns dann einen starken weiteren Aufwärtstrend liefern. Erst wenn wir hier drunter fallen, in dieser Zone hier, jetzt muss ich nochmal die Retracements drüber legen. Die Fibonacci-Retracements drüber legen und invertieren kurz, damit ich die noch normal zeichnen muss. Also wenn wir durch die grüne Box hier deutlich verletzen, ne? Da sind wir hier bei 60 Dollar, 50 Dollar, da wird es erst ernst, ist total weit entfernt, aber Tesla hat eben auch die entsprechend starken Ausschläge, das darf man nicht vergessen, wenn man jetzt schon wieder 160% zugelegt hat in wenigen Monaten. Aber das wäre immer noch bullisch. Es wäre aber ein Szenario, das ein bisschen wehtun wird und deswegen die Frage, ob jetzt er kaufen sollte oder nicht. Ne? Untergeordnet kommen wir zurück. Das war das bullische Szenario, bärische Szenario, wir wollen das bullische Szenario natürlich auch noch mal erwähnen, denn wir stehen ja in dieser entscheidenden Zone, wie ich es euch eben gezeigt habe. Ich zeichne noch mal kurz die Retracements ein, weil die so wichtig sind. Abwärtsbewegung, die relevante Zone, nochmal zusammengefasst, dann hier möglicherweise bilden wir hier einen Keil oder einen Aufwärtstrendkanal aus, der eben dann eine bärische Flagge wäre, das ist der Trend, 61,8er bärisch auflösen, mögliches Ziel hier, wie eben gezeigt, bärisches Szenario. Was die Bullen brauchen ist, dass man diesen Dreiweller, der bärisch ist, als Dreiweller, ne, Aufwärtsimpuls, Seitwärtsbewegung hier als Bullenflagge und dann identische Aufwärtsimpuls, den wir gesehen haben. Diesen Dreiweller müssen die Bullen zerstören, weil sie Bullens Power zeigen und daraus einen Fünfweller machen. Und hier 78,6er Retracement,
Zwischenhoch passt ja wie die Faust aufs Auge, ne? Dieses Zwischenhoch mit am Retracement müssten sie dann attackieren, damit, dass das hier kein Dreiweiler ist, die Bullen hier keine Kraft ausüben. Nochmal kurz gezeigt, hier nicht die Kraft ausüben, runterfallen in den Bereich 170, 175, Zwischenkonto SKS aktivieren. Das Bärisch-Szenario darf nicht kommen, keine Abwärtsdynamik erlaubt in dieser Zone, wo wir jetzt stehen. Konsolidierung ist erlaubt, das wäre dann wieder das Muster hier ungefähr, wieder so eine Flagge. Ne? Das wäre hier erlaubt, dass man sowas hier ausbildet und dann vielleicht die Unterkante nochmal testet und dann einen Aufwärtsimpuls wieder setzt und nach oben zieht und zwar dynamisch die fünfte Welle dann hier rüber, das Zwischenhoch herausnehmen, weil wo ist das? 310 knapp 78. 78, 6er Retracement. Dieses Impuls müssen wir herausnehmen. Hätten dann hier einen wunderbaren Fünffäller, der dann wieder Stärke zeigen würde, der dann zeigen würde, wir hätten hier einen Durchbruch, einen bullischen Durchbruch. Und dann würde sich das Bild aufhellen. Das brauchen die Bullen jetzt. Ne? Also hier keine Abwärtsdynamik Richtung 175, den Bereich 170, nicht direkt langsames Runterlaufen, vielleicht auch so als kleine Flagge, so wie hier. Ne? Dieses Muster hier quasi nochmal wiederholen. Das brauchen wir, das brauchen die Bullen, die Tesla-Bullen. Ich kann ja auch nochmal kurz Retracement drüber legen. Jetzt ist das natürlich ein bisschen viel, wenn ich das nochmal kurz raus für die Bewegung, wie tief die führen darf. Ja, das passt ziemlich gut. Hier ist auch meine Box wieder zu sehen, wo man nicht durchbrechen sollte, bevor hier Dynamik reinkommt. Also Bullenpower brauchen den Fünfweller, nicht diesen Dreiweller, den wir haben. Und dieser Fünfweller, der darf hier runterführen und Trendlinie und das 50er Retracement mit die grüne Box, die ihr erkennen könnt hier in dieser Zone, das sollte dann Gegenwehr liefern. Wenn wir hier langsam runterlaufen, wäre ein gutes Zeichen, dort dann ankommen, dort dann erste Tageskerzen, vielleicht mit langer Lunte Wille wieder hochzuziehen. So was wir hier haben, ja auch lange Lunten stehen gelassen oder hier. Ne? Man sieht, die Kerze möchte nach oben, man möchte nach oben, hier auch unten angekommen, man möchte hochkaufen. Das muss man hier in dieser Zone sehen. Die Zone kann ich euch auch titulieren hier. Das 50er Retracement von dieser Bewegung ungefähr auch an der Trendlinie. Ein Kombi-Support um $200 wäre das. Hier brauchen wir dann langsam runterlaufen und dann hier bitte Tageskerzen zeigen mit langer Lunte. Wir wollen hoch, wir wollen die fünfte Welle, wir wollen das. Und dann dieses Zwischenhoch herausnehmen um 300, 310, dann wäre der Scheck da für die Bullen. Und ich hätte gute Chancen, würde ich dann sagen, dass wir das Allzeithoch überspringen, dass man diese Konsolidierung, die große Konsolidierung von, ups, mache ich das weg, die große Konsolidierung hier von Aufwärtstrend 2019, hätte man dann abgeschlossen. Wir könnten einen starken weiteren Aufwärtstrend auslösen, egal wie überbewertet Tesla ist, aber das wäre ein sehr bullisches Zeichen. Und dann hätte man hier oben gegebenenfalls an diesen Zwischenhoch nochmal die Chance, dann einen Zwischenschritt einzuleiten. Hätte man hier die stark bewegende Zwischenschritt, wäre dann die Chance, eben eine bullische Formation auszubilden, eine IS. SKS-Formation, die uns zum Allzeithoch hieven kann, die Tesla zum Allzeithoch hieven kann. Ja, das soll es ein bisschen gewesen sein mit dem Überblick zu Tesla. Ich hoffe, ihr seid damit klargekommen, dass ich ein bisschen hin und her gezwitschen zwischen den Trends und auch den Zeitebenen. Aber das muss sein, um im Blick für den großen Chart zu bekommen, zu sehen, wo wir notieren, was wir gerade konsolidieren, in welcher Trendphase wir uns befinden. Das ist sehr entscheidend. Und momentan sind wir an dieser Zone angekommen, wo sich eben viel entscheiden wird. Es riecht nach Konsolidierung bei Tesla. Warum? Allein schon, weil wir die identische Ausprägung haben, diese Welle abgeschlossen ist vermutlich und die Frage sich jetzt stellt, bullische Welle, fünfte Welle nach oben, um bei Elliott zu bleiben, also Bullenpower bleibt erhalten, wir konsolidieren nur bullisch hinein, hier Richtung $200, alles gut und wir setzen dann an über die 310, das brauchen wir, was wir nicht sehen dürfen. Ist ein Abverkauf in den nächsten Wochen, vielleicht sogar zum Monatsschluss. Denkt dran, ihr habt die Monatskerze gesehen, die darf nicht eintrüben, nicht eintrüber mittleren Bollinger Band, keinen langen Docht stehen lassen. Wäre auch der Hinweis, dass dann hier deutlich mehr nachkommen kann. Also Crash oder Rallye zum Allzeithoch. Beides, das ist das Schlimme, beides ist möglich bei Tesla, denn wir haben das aktuelle Chartbild, gibt es ja diese große Entscheidungszone, in der wir jetzt stehen. Die Bullen, die jetzt investiert sind, die können ja investiert bleiben, um Gottes Willen nicht verkaufen, wenn man einen Wert hat, der 160% steigt.
vorsichtige Bullen können dann schauen. Ne? Ich habe euch diese Konsolidierung gesagt, die folgen muss, was nicht folgen darf, habe ich euch genannt. Da kann man ja gegebenenfalls Stop-Loss setzen, einen Trading-Stop setzen, damit man da nicht gegebenenfalls nach 160% bedenkt, Vorjahr war es minus 75%. Einige stehen sicherlich noch im Minus. Da muss man, da darf man nicht zu gierig sein, dann lieber mal ausstoppen lassen und dann später wieder günstiger nachkaufen. Das bietet sich an. Bullen brauchen die Konsolidierung, die flache Konsolidierung. Die Bären, die brauchen jetzt Abwärtsdruck Richtung 170. Dann kann deutlich mehr nachkommen. Diese Entscheidung wird vermutlich sogar im Juni schon im ersten Schritt getroffen. Deswegen habe ich dieses Video veröffentlicht. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da. Lasst eure Meinung sehr gerne im Kommentarbereich da. Würde mich auch interessieren. Tesla ist nun mal ein sehr, sehr bekannter Wert, der sehr, ja, immer die Aufmerksamkeit von Bullen und Bären auf sich zieht und fast schon ein Glaubenskrieg dort entbrannt ist. Sehr gerne ist eure Meinung gefragt. Sehr gerne können wir uns auch sehen auf tradingportal.net im Trading-Chat. Da verpasst ihr sowieso nichts live vom Marktgeschehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis bald. Macht's gut und ciao.